Moin, moin, moin und herzlich willkommen bei Inside Coin, verehrte Zuschauer, direkt aus dem sonnigen Kalifornien, aus Los Angeles, von der E3 natürlich. Hinter mir hängen die Poster an der großen Messe und wir sind natürlich hier, um für euch zu berichten. Und das nicht nur eine Sendung lang, sondern zwei Sendungen lang. Ne? Nicht vergessen, es gibt natürlich auch jede Menge andere Videos außerhalb von Inside Coin bei YouTube, auf Gameswelt TV. Wir haben tägliche Roundups da. Solltet ihr euch reinziehen, dann kriegt ihr die volle Ladung E3 mit. Aber auch in dieser Sendung gibt es die volle Ladung E3. Sony ist ja dieses Jahr nicht da und normalerweise ist es in dieser ersten E3-Sendung so, dass ich mir die größten Publisher oder Konsolenhersteller anschaue und euch zeige, was sie dort haben. Wie gesagt, Sony nicht am Start. Dafür gibt es eine Zusammenfassung von Microsoft. Die hatten ja eine PK, die meines Erachtens eher weniger gut war, weil es zu wenig Gameplay war. Ich war zum Glück bei Microsoft vor Ort, hier auf der Messe und konnte einige Spiele anspielen, unter anderem auch Gears 5. Dann war man natürlich auch bei Ubisoft. Die hatten auch Großes im Gepäck. Einiges davon ist im Vorab schon geleakt, wie zum Beispiel Watch Dogs Legion. Dann Ghost Recon Breakpoint ist am Start und Kuro konnte auch noch Roller Champions zocken, obwohl da die ein oder andere Überraschung auch noch mit am Start war. Und dann haben wir natürlich Nintendo, die meines Erachtens richtig geklotzt haben mit ihrer Nintendo Direct. Da war ja wirklich wahnsinnig geiles Zeug dabei, wie ein neues Contra. Freue ich mich sehr drauf. Alien Isolation kommt für die Switch. Und dann natürlich Breath of the Wild 2 im Endeffekt. Ein kleiner Teaser, der darauf hindeutet, in welche Richtung das gehen kann. Ist natürlich immer noch relativ mysteriös und rätselhaft, was genau das wird. Aber es wird halt eine Fortsetzung und es wird dran gearbeitet. Das finde ich richtig, richtig gut. War auf jeden Fall eine Überraschung für mich. Und wenn wir schon bei Überraschung sind, da habe ich jetzt genau das Richtige für euch. Es gab nämlich auf dieser Messe jede Menge Überraschungen. Wie gesagt, man kann sagen so, ja, die E3, die verliert an Bedeutung und gerade dieses Jahr war es nicht so gut. Aber ich sage euch, 5 Überraschungen auf dieser E3, damit fangen wir jetzt an. Ja, man hört es ja immer wieder, die E3 verliert an Bedeutung oder dieses Jahr wird sicher das lahmste E3-Jahr seit langem. Ehrlich gesagt ist mir das egal. Ich freue mich jedes Jahr aufs Neue auf die Messe und aller Unkenrufe zum Trotz gibt es keinen anderen Zeitraum, in dem so viele neue Spiele so kurz hintereinander angekündigt werden. Und auch wenn einiges im Vorfeld durch Leaks schon verraten wird, gibt es doch auch immer wieder Überraschungen. Deswegen hier die 5 Sachen, die mich persönlich dieses Jahr auf der E3 am meisten überrascht haben. Natürlich ist die E3 die Messe der Videospiele. Ubisoft hat hier auch meistens immer eine große Überraschung parat. Deswegen wollte ich eigentlich Gods and Monsters hier erwähnen. Da ich dieses Spiel aber später in der Sendung eh nochmal aufgreife, habe ich mich für etwas anderes entschieden. Der Moment, als Schauspieler Rob McElhenney die Bühne betrat. Statt über ein Spiel zu sprechen, sprach er von einer TV-Serie. Mythic Quest Raven's Banquet wird für Apple TV produziert und handelt von einem Entwickler und dessen wohl leicht selbstverliebten Studioboss. Das war zum einen leicht bizarr, weil das trotz des relevanten Themas deplatziert wirkte, zum anderen weckte es meine Neugier, weil da sehr viele Leute involviert sind, die auch schon It's Always Sunny in Philadelphia machen. Und diese Serie ist einfach absolut grandios und unglaublich komisch. Und wer in der Branche gearbeitet hat, weiß, dass es diesen Typus von Studioleiter, der sich selbst für das Maß aller Dinge hält, nur allzu oft gibt. Oder mit anderen Worten, it's funny 'cause it's true. Hoffen wir nur, dass das Team dahinter aus allen Rohren feuern darf und wir gut unterhalten werden. Ogre slept too long, far too long. Sing me your story. Nintendo war meines Erachtens der große Gewinner der Messe. Schon auf der Nintendo Direct wurde einiges an neuen Spielen für Nintendos Hybridkonsole angekündigt. Contra Rogue Corps mitsamt Panda Action, Empire of Sin von Doom-Miterschaffer John Romero oder auch das Remake von Panzer Dragoon. Was mich allerdings euphorisch werden ließ, war The Dark Crystal Age of Resistance Tactics.
Ich liebe den Film Der dunkle Kristall aus dem Jahr 1982. Ungewöhnlich düster für einen Kinderfilm der damaligen Zeit, ist er ein außergewöhnliches Hollywood-Werk, das komplett auf Puppenspiel aus dem Hause Jim Henson setzt. Netflix hat sich die Lizenz geschnappt und bald wird eine Prequel-Serie erscheinen. Passend dazu kündigte Nintendo das Dunkle Kristall-Videospiel an, welches sich an der Serie orientieren und den Krieg zwischen den bösen Skeksen und den guten Gelflingen auf den Bildschirm bringen wird. Und das eben als rundenbasiertes Taktikfest à la XCOM. Ja, Videospiele zu Filmen und Serien waren in der Vergangenheit eher zum Vergessen, aber dass dieser sonderbare Film, den ich in meiner Kindheit geliebt habe, auf einmal so einen crossmedialen Frühling erlebt, ist für mich definitiv eine große Überraschung. Before we end this direct, I actually have one more thing to show you. Und wenn wir schon bei Nintendo sind, kann ich natürlich nicht das One More Thing am Ende der Nintendo Direct auslassen. Dass Nintendo an einem neuen Zelda-Spiel arbeitet, war zwar nicht mehr wirklich ein Geheimnis, dass dieses aber jetzt schon angekündigt und eine Fortsetzung von Breath of the Wild wird, kam ziemlich unerwartet. Vor allem, da viele Leute mit einem Skyward Sword Remaster gerechnet hatten. Dass Nintendo das Spiel auch direkt als Sequel ankündigt, ist ziemlich außergewöhnlich. Zelda-Spiele stehen in der Regel für sich alleine in Sachen Story und oft auch spielerisch. Aber das hier spielt nicht nur in der gleichen Welt und der gleichen Zeitlinie, sondern scheint auch die Story von Breath of the Wild aufzugreifen. Ich bin auf jeden Fall verdammt glücklich und gespannt, welche spielerischen Kniffe Nintendo dieses Mal abliefern wird. Ohne den Anker der Wii U lässt sich eventuell noch ein bisschen was aus der Engine kitzeln und vielleicht kehren auch ein paar größere Dungeons zurück. Bethesda zeigte zwar weder Starfield noch Elder Scrolls 6, dafür hatte der Entwickler noch ein paar andere Überraschungen parat. Nein, ich rede nicht von dem grauenhaften Commander Keen Mobile Kack. Deathloop kam zwar überraschend, aber es war Ghostwire Tokyo, das meinen Blutdruck nach oben schnellen ließ. Schließlich kommt das Spiel von Resident Evil Erfinder Shinji Mikami. Mit Evil Within 3 hätte man auch auf eine bereits bekannte Lizenz setzen können, aber stattdessen gibt es mit Ghostwire Tokyo ein ganz neues Projekt. Der Trailer dazu verrät noch nichts über das eigentliche Spiel. In dem Mystery Adventure geht es aber darum, dass die Bevölkerung Tokios verschwunden ist. Urbane Legenden, Verschwörungstheorien und das Übernatürliche werden eine nicht ganz unwichtige Rolle spielen. Und bei dem Namen Mikami bin ich mir ziemlich sicher, dass eine Prise Horror auch am Start ist. Kryptisch und originell wirkte das Ganze auf mich auf jeden Fall. Und das geheim zu halten in Zeiten von Leaks, ja, das finde ich schon recht überraschend. Fürchte nicht das Unbekannte, lehre es das Fürchten. Wake the fuck up, Samurai. We have a city to burn. Man kann sagen, was man will, CD Projekt Red macht gefühlt zurzeit alles richtig. The Witcher 3 war ein Riesenerfolg und Cyberpunk 2077 hat schon letztes Jahr für Jubelstürme gesorgt. Und obwohl ihnen die Fans eh schon aus der Hand fressen, ruhen sie sich nicht auf den Lorbeeren aus. Auf dieser E3 sorgten sie für die wohl größte Überraschung, als Keanu Reeves plötzlich nicht nur im Spiel zu sehen war, sondern auch noch bei der Microsoft-Pressekonferenz die Bühne betrat. Was folgte, war eine wunderbar menschliche Szene, als Keanu versuchte, etwas über das Spiel zu erzählen, selbst aber von den Reaktionen des Publikums überwältigt schien. The feeling of being there, of walking the streets of the future, is really going to be breathtaking. You're breathtaking! Das war einfach verdammt cool. Und seien wir mal ehrlich, kein anderer als Johnny Mnemonic und Neo passt besser in dieses Spiel. Das waren so meine größten Überraschungen dieser E3 2019. Doch wie sieht's da bei euch aus? Welche Titel oder Momente dieser E3 haben euch auf dem falschen Fuß erwischt und positiv oder negativ überrascht? Mich würde eure Meinung interessieren, deshalb postet doch eure Überraschungen gerne in den Kommentarbereich. Das mit Keanu Reeves ist natürlich ein wahnsinnig smarter Schachzug gewesen. Der Typ passt ja aber auch perfekt in die Rolle. Einfach dadurch, dass er in Filmen wie Johnny Mnemonic oder The Matrix mitgespielt hat, die ja auch so Cyberpunk sind. Und John Wick ist ja auch gerade ganz groß.
Interessant ist, ich habe mit einem der Entwickler geschnackt, das ist ein Deutscher, und der hat mir so ein bisschen darüber erzählt, dass sie wirklich Keanu Reeves von Anfang an auf dem Zettel hatten und gesagt haben, wenn wir einen Promi kriegen für diese Rolle, dann muss es Keanu Reeves sein. Und er hat zum Glück zugesagt, finde ich natürlich sehr, sehr cool. Dieses Interview mit dem Entwickler, mit dem Deutschen von aus dem Team CD Projekt Red ging noch ein bisschen länger. Eventuell gibt es in voller Länge in der nächsten Sendung Inside Point. Müsst ihr mir sagen, ob euch das interessieren würde, gerne in die Kommentare posten. Da geht es so ein bisschen um das Weltdesign. Das ist quasi ein Level-Designer, der auch für die offene Welt zuständig ist. Und der schnackt auch so ein bisschen drüber, wie das ist bei Cyberpunk 2077. Ein Gebäude zu erstellen oder Missionen und eine Welt zu erstellen, wo man weiß, es muss verschiedene Wege gehen, um zum Ziel zu kommen, denn das ist ja eines der Features von Cyberpunk 2077. Von den größten Überraschungen kommen wir jetzt aber zu den größten Big Playern hier auf der Messe. Und da ist natürlich Microsoft ganz vorne mit dabei. Die hatten ja von Sony eine Steilvorlage bekommen. Ne? Sony ist nicht hier auf der E3, da hat man sich gedacht, ist ja Heimspiel für Microsoft. Die werden da auf dieser PK raushauen, was das Zeug hält. Tja, die PK war so ein bisschen unterwältigend. Es gab unglaublich wenig Gameplay, sehr viele Render-Trailer. Zum Glück war ich aber bei Microsoft vor Ort und konnte so einiges anzocken. Wenn ich eins gelernt habe, liebe Leute, dann, dass falls man nicht genügend Kohle hat für einen McLaren, kann man ihn sich auch einfach selber bauen mit Lego-Steinchen. Und ich habe noch etwas gelernt, und zwar auf der Microsoft-Pressekonferenz. Gameplay war dort rar gesät und das hat mich ein bisschen verärgert. Das fand ich sehr, sehr schade. Gerade in Anbetracht dessen, dass Sony nicht vor Ort war, habe ich gedacht, die werden ordentlich klotzen. Tja, Klötzchen gab es. Jetzt bin ich hier aber beim Microsoft Showcase, kann Sachen anzocken, hoffe ich zumindest, denn auf Render-Trailer habe ich keinen Bock. Bin gespannt, was ich hier sehen werde. Vielleicht gibt es auch ein bisschen Lego Forza Horizon, aber hoffentlich auch Gears of War 5. Mal schauen, was hier alles so da ist. Sieht optisch echt nett aus. Also sehr, sehr charmant. Schön durch die Blöcke. Welcome to Lego Valley. Hab unterschiedliche Ansichten, kann sogar hier in der Cockpit-Perspektive fahren. Das ist sehr, sehr witzig. Und Bretter hier durch die Pampa. Und dann sieht man schön die Steine fliegen. Oh. Ich finde es auch witzig, wie vorne auf der Motorhaube Lego steht. Jetzt habe ich mit dem Mini fahren. Das finde ich gut. Cockpit-Perspektive, Motorhaube. Oh, hier durch die Piraten, durch die Piraten. Jetzt muss ich nochmal zurückspulen, weil ich will mir nochmal das Standbild anschauen. Alles ist ja wirklich geil, wie viele Details da drin stecken. Schaut euch mal an, die ganzen Figuren, die hier drin zu sehen sind. Das sieht echt ziemlich geil aus. Hätte ich nicht gedacht. Also ganz ehrlich, wenn man irgendwie Vater eines Kindes ist, das gerne Lego-Sachen spielt, fantastisch. Festival site coming up.
Wait till you get a load of this. So. Und da sind wir durch, oder? Ja. Chapeau. Chapeau, muss ich sagen. Sehr, sehr spaßig und bald draußen. Leute, ich bin jetzt hier und zock ein wenig Project X Cloud. Das ist ja der Streaming-Dienst, der eben kommen wird. Und da kann ich jetzt eben sowas wie Halo hier auch auf dem Handy zocken mit einem Xbox One Controller. Und ich bin überrascht. Das Bild ist erstaunlich gut. Also hätte ich nicht gedacht. Artefakte und so sehe ich jetzt nicht wirklich. Wobei man dazu sagen muss, der Bildschirm ist natürlich sehr, sehr klein. Das begünstigt natürlich sowas enorm, muss man ganz klar sagen. A lot of people are talking about streaming in the gaming industry, but also there are people also saying there's problems, you know, with the lag and everything. How are you coping with those problems? What are you doing to get rid of those problems? Is it possible to get rid of lag when streaming? Well, I think this is a multi-year journey, right? You've seen the industry evolve. You've seen Microsoft in particular with Azure and our global network start to work on these issues across the board. So we've been working on this for a number of years with Azure. We've invested billions of dollars into their infrastructure. And we've had the streaming technology for a long time, but we feel like now the industry is finally getting to a point where you can support these kinds of scenarios. You know, certainly we're looking at user choice and we're looking at your freedom to play however you want, whether you want a console, you want a PC, or you want to take your games on the go. And we believe that gamers will use all of those types of services and play the experiences that they want in the way that they want to. Specific to Project X Cloud, we've been working on the technology for a number of years. It's only been recently, however, we feel like we've crossed a threshold where we have enough major population centers capable to support a service like this and have a good overall gaming experience. Baller hier mal das Raumschiff ab. Zack, der kriegt von mir ordentlich auf den Sack hier. Bam, ersten platt gemacht. Halo halt, ne? Haben wir hier noch. Da ist noch was. Du willst auch auf den Sack. Gestreamt wird hier übrigens nicht übers WLAN, das haben sie gesagt, WLAN funktioniert, aber das würde hier zu viel Störungen geben. Gestreamt wird per Kabel und zwar aus der Bay Area, also aus der San Francisco Gegend. Finde ich ziemlich krass. So also another thing that's very popular nowadays is streaming, you know, Google Stadia coming out, Bethesda showed something called Orion, which is a technology that works with Stadia and Project X Cloud. But one thing that always seems to be the problem is a little bit of lag and maybe artifacts showing up and everything. Do you think that is a problem that can truly be tackled? That it is for the normal gamer, maybe not the hardcore esports guy, that it is non-existent? Do you think that's possible? Well, I think there's always going to be a little, there's always going to be additional latency, I believe, when compared to local, right? Yeah. I can't say for sure, obviously. I haven't worked in these projects. It's very fascinating. But I think they need to get it to the good enough spot where most people are happy enough. Because modern games tend to be higher in latency anyway than they used to be. Although a lot of developers work very hard to get that down. Mm-hmm. But I think this just adds an extra layer of issue potentially to the problem. So when you add in the whole chain, you know, the potential TV lag, the internet lag and everything there, all that together, it's not so. I think it'll be fine, but not optimal. Okay. And for me, I'm not really into the streaming stuff, other than I'm fascinated by the technology, yeah, of course, but it's as far as like actually using it, especially if you're like a high-end PC gamer, you're going for the highest quality image, right? Yeah. You're always going to have some sort of visual artifacts. I mean, we have like Netflix 4K, everything. They look great, but you compare it to a UHD Blu-ray, and there's a world of difference, yeah, still. It's not even close. Yeah. And games are much more complex for compressing into video, because there's a lot of fine per pixel detail that you don't get with video files. Okay. And that, I think, makes it more difficult to compress in a way where you completely eliminate, yeah, those artifacts. So, but they often show it running on mobile devices, and I think that's a good reason, because what you see on a phone, it's a tiny screen. It's small. Or a tablet or a laptop, it's a lot harder to detect those issues. So I think it kind of makes sense there, but I really,
I'm going to find out. I'm going to try out some Stadia stuff at E3 this week and see how it looks, but I'm still skeptical. Sehr, sehr interessante Sache hier mit Project xCloud. Ich konnte es gerade eben zocken, wie gesagt, auf einem Handy, hat aber echt gut funktioniert. Lag war nicht wirklich vorhanden, Artefakte habe ich ein bisschen gesehen, aber wie gesagt, das passt sich ja sicherlich auch an, je nachdem, welchen Bildschirm man hat und so und je nachdem, wie groß die Bandbreite ist. Fand's relativ überzeugend. Bomb set and ready to rip. Stay vigilant and stable. That Raven won't wait around forever. We're alive! Liebe Leute, ich zocke jetzt gerade hier Gears 5 und wir zocken diesen neuen Modus, der ja auch auf der PK präsentiert wurde, allerdings nur mit einem Trailer. Und wir sind jetzt hier im Spiel, Kuro und ich zocken gemeinsam. Und ich bin hier gerade unterwegs, ich habe eine Klasse, die ist die Support-Klasse. Und ich habe so ein Special, ich kann einen kleinen Kreis erschaffen, wo dann Munition verteilt wird. Weil Munition ist unglaublich rar gesät. Also das ist echt krass, so was habe ich selten in dem Spiel erlebt, dass es so wenig Munition gibt. Jetzt haben wir es geschafft. Und Hive Destroyed war auf jeden Fall sehr, sehr cool. Hat Spaß gemacht, ne? Mit diesen drei unterschiedlichen Klassen. Ich als Supporter, ich kann für Munition sorgen. Ganz, ganz wichtig bei der Munitionsknappheit. Kuro hatte ein Schutzschild, das er einsetzen konnte. Viele unterschiedliche Gegnertypen. Man musste taktisch vorgehen. Ich bin jetzt gar nicht so viel in Deckung gegangen. Wir haben aber auch einfach gespielt. Aber hat echt ziemlich viel Spaß gemacht. Fand ich cool. Die Bedrohung von diesem Gas oder so war jetzt noch nicht so präsent, aber war auch auf einfach eingestellt. Microsoft talked about the new Xbox coming up, Project Scarlet and everything. Have you guys analyzed anything of that yet? Especially, you know, we saw that Halo bit. Yeah, so that's kind of, you know, it's very early. We haven't seen a lot, obviously. Yeah. We actually are going to kind of look at that in more detail. I just saw the trailer yesterday myself. It does look excellent. Yeah. I kind of
felt when they first showed it last year. It did kind of look like, okay, this is probably a next-gen project, or at least cross-gen, and it seems like that's the case. But yeah, there's some very impressive lighting and shadowing going on there. Great materials work. Yeah, I'm kind of just waiting to see more about the game itself before passing judgment. It's hard to say from a small clip, but at least it looks to be going in the right way. One thing you said about the Project Scarlet and Halo, the lighting is something that struck your eye that you found very, very good. Do you think with the next gen of consoles coming, that is the era where they're going to excel the most? Or where do you see that we're going to see new quality that we haven't seen before? Which area? So it does. Ray tracing is obviously the big buzzword going around right now, and that's still a very, very demanding feature. Microsoft did note that there is a hardware solution for ray tracing, which is interesting because, you know, the GPU, at least as far as we can tell, that AMD is building there doesn't really have support for hardware ray tracing, right? Like, that's, they would do it with compute shaders, which is a bit slower. Feasible, but slower, and for a console, you know. So Microsoft's specific wording versus Sony suggests that maybe they do have some sort of solution in there to handle that. But how fast could it be? I mean, you see what's going on with the super high-end NVIDIA cards. They're very expensive, but even they can't, you're not pushing like 4K 60 or higher with ray tracing enabled right now. So I think that's kind of the issue, but that's the biggest chance for a huge leap next gen, because I think without that, it's a nice continuation of what we've seen, maybe smoother frame rates, getting the improved CPUs, the Ryzen CPUs in there, that's going to help a lot, especially for aiming for higher frame rates. That's been a huge bottleneck this generation, but developers have done a great job optimizing to really rely on the graphics cards anyway. But then beyond that, there's the storage, like the SSD and that they're talking about. They really seem to be pushing that, and I think that's actually a huge step forward potentially. Ich zeige jetzt ein Spiel namens Hyperdot, von dem habe ich noch gar nicht so viel gehört. Im Endeffekt, um genau zu sein, gar nichts. Aber das gibt es hier beim Microsoft Showcase. Und oh, ich muss anfangen, ich bewege hier wirklich einfach diesen Punkt. Und muss jetzt hier einfach nur diesen anderen Punkten ausweichen. Ist ja nicht wirklich schlimm und schwer. Ich muss 12 Sekunden lang aushalten, es kommen immer mehr. Ja, habe ich geschafft. Easy peasy. Aber ich bin mir ziemlich sicher, das wird umso schwieriger werden. Jetzt sind es nämlich schon 16 Sekunden. Ah, jetzt kommen nämlich ganz neue Formationen hinzu. Und das erinnert mich so ein bisschen an Bullet Hell Shooter, wie Ikaruga zum Beispiel. Na, da muss man auch sehr viel ausweichen und auf sowas läuft das hinaus. Jetzt muss ich was einsammeln. Ah, das ist wie heißt es? Superhot, wo sich alles nur bewegt, wenn ich mich bewege. Da habe ich zwei auf einmal, also es bewegt sich alles sehr langsam, zack. Ich warte einfach mal, wann der nächste kommt. Da muss man, ich muss jetzt meinen Weg gut planen, ne? Scheiße! Das ist nicht leicht. Aber es ist spaßig. Nein, oh Mann. Oh, ich kann richtig spüren, wie man da so hooked wird, wie man echt weiterspielen will. Wenn man sich denkt so, oh komm hier, noch eine Runde. Wo kommt der nächste? Vier, ich muss acht einsammeln. Oh Mann, da habe ich nicht hingeschaut, Ja, das ist auf jeden Fall Hyperdot. Finde ich ein ziemlich cooles Spiel. Ist halt sehr simpel gehalten, aber macht durchaus Spaß. Simple Spielideen, tough to master, das ist ja oft mal die Erfolgsformel, um ein gutes Videospiel zu machen. Ja, liebe Leute, wir waren jetzt hier beim Microsoft Showcase und zum Glück konnten wir einiges anspielen. Auf der Pressekonferenz gab es ja leider zu viele Render-Trailer, aber hier endlich Gameplay. Kuro, was hast du denn gezockt? Was hat dich überzeugt? Wir beide haben ja ein bisschen Gears 5 gespielt, den neuen Escape-Modus. Und der ist tatsächlich abgefahren, weil das halt so eine Mischung aus
kooperative Survival-Elemente irgendwie hat und ja, es ist... Battle Royale, weil man muss fliehen vor dieser Giftwand, die leider noch nicht so präsent war. Wir haben auf einfach gespielt, was aber präsenter war, war die Munitionsknappheit. Ja, das hat mich tatsächlich ein bisschen überrascht, damit habe ich gar nicht gerechnet und man muss tatsächlich wohl überlegt vorgehen. Jeder Charakter hat halt seine spezielle Fähigkeit, die man im Kampf einsetzen kann. Ich konnte zum Beispiel ein Schild hervorrufen und ja, mit der Munitionsknappheit und der Tatsache, dass es Friendly Fire gibt, muss man echt taktisch vorgehen. Ich fand es aber sehr, sehr spaßig, hätte ich nicht gedacht, hat echt Bock gemacht. Aber du hast dann noch was gespielt, das dir auch den Kopf total verdreht hat, und zwar Doom. Oh ja, Doom Eternal, musste ich ein bisschen anstehen, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Es war halt so unfassbar actionreich. Also ja klar, 2016er Doom, da ging auch schon ordentlich die Post ab, aber ich glaube, die haben hier nochmal so ein bisschen an den Reglern gedreht und das war, ich habe irgendwie vielleicht 15 Minuten gespielt und das war wie im Rausch. Okay. Ich habe dann noch ein bisschen Lego Forza Horizon gespielt, tatsächlich super spaßig, habe ich absolut nicht erwartet, ist dann aber jetzt zu dem Zeitpunkt, wo das ausgestrahlt wird, auch schon draußen, kann ich euch empfehlen, soll um die 25 Stunden lang sein, der DLC, finde ich ziemlich gut. Und dann habe ich hier noch so ein Spiel gespielt, das hieß Hyperdot. Eigentlich total simpel von der Grafik. Man muss mit so einem Punkt einfach nur anderen Blöcken ausweichen. Aber hat ein paar coole Twists. So ein bisschen Superhot auch mit dabei, zumindest bei einem Level. Das fand ich ziemlich gut. Und ja, das war einfach großer Spaß. Hat gut gerockt. Ich überlege gerade, was ich noch gespielt habe. Ah, Project xCloud habe ich gesehen. Okay. Natürlich nur auf dem Handybildschirm. Und das lief teilweise ohne Lag, muss ich echt sagen. Kleine Artefakte hat man so ein bisschen gesehen. Dann konnte ich noch mit John Linneman von Digital Foundry reden. Der hat über ein bisschen Next Gen gesprochen. War sehr, sehr interessant, wo er eben sieht, wo die Zukunft hingeht, wie er Streaming einschätzt und wie er die Power der neuen Xbox einschätzt. Im Großen und Ganzen fand ich das jetzt sehr schön, positiv gestimmt nach der eher enttäuschenden Pressekonferenz, oder? Definitiv. Also ich hatte auf jeden Fall reichlich Spaß. Ja. Ich habe leider nicht alles gesehen, was ich gerne gesehen hätte. Ich hätte gerne noch Minecraft Dungeons gesehen und noch viele andere Spiele. Aber irgendwann ist uns die Zeit davon gelaufen und wir konnten leider nicht alles capturen. Wir hoffen natürlich trotzdem, dass ihr einen guten Eindruck bekommen habt. Da hat Microsoft gerade noch mal so die Kurve bekommen. Schön, dass man da einiges anzocken konnte. Und ich habe mich natürlich auch gefreut, Project xCloud zu zocken. Aber wie gesagt, mit diesem kleinen Bildschirm, das mag täuschen, wie das dann auf einem großen aussieht. Das ist wiederum ein anderes Thema. Ich muss auch noch einen kleinen Nachtrag machen zu Lego Forza Horizon, was ja jetzt zu dem Zeitpunkt, wenn ihr das seht, schon draußen ist. Es gibt leider nur 3 neue Autos im Lego-Stil hier für das Spiel. Das finde ich so ein bisschen schade. Da hätte meines Erachtens ruhig ein bisschen mehr bei rumkommen können. Mehr rumgekommen ist bei Nintendo. Die Nintendo Direct, die es hier auf der E3 gab, fand ich wirklich richtig, richtig gut. War voll mit Überraschung. Und ich war bei Nintendo vor Ort, konnte mir 2 Spiele aussuchen, die ich anzocken kann, um für euch zu capturen. Und da habe ich mir 2 natürlich ausgesucht, von denen ich weiß, die interessieren euch. Zum einen Zelda Link's Awakening, das Gameboy-Ding in frischem Glanz mit einem neuen Stil, farbenfroh und kunterbunt, aber dennoch spielerisch ein ganz besonderes Ding. Und Luigi's Mansion 3, diese Spiele habe ich mir zu Gemüte geführt. Mensch, dieser Felix Rick, was für ein Teufelskerl. Da hat er mir die Themen gleich vorweggenommen vom großen Nintendo-Stand hier auf der E3. Ja, 2 Spiele habe ich mir ausgesucht. Zelda Link's Awakening und dann eben auch noch Luigi's Mansion 3. Die werdet ihr jetzt gleich etwas genauer sehen. Aber ich wollte noch mal kurz ein bisschen zu sprechen kommen auf Mario und Sonic at the Olympic Games. Macht natürlich Sinn, dass da ein Spiel kommt und dass es von Nintendo gemacht wird. Schließlich gab es die Kollaboration schon mal und dann sind in Tokio im nächsten Jahr eben halt auch die Olympischen Spiele. Aber wenn mein Ich aus den 90ern drüber nachdenkt, dass hier Mario und Sonic die einst größten Rivalen der Videospielbranche in einem Spiel sind, mein 90er Jahre Felix Rick, dem würde einfach der Kopf explodieren, würde sagen, du bist verrückt, die werden niemals gemeinsame Sache machen. Tja, Pustekuchen, Nintendo und Sega machen es möglich, ein Spiel, das ich mir auf jeden Fall aufreue. Doch jetzt viel Spaß mit Zelda und Luigi's Mansion 3. Es ist endlich soweit. Zelda Link's Awakening, ein Spiel, das ich damals auf dem Game Boy gespielt habe, geliebt habe.
Ein Spiel, das auch so ein bisschen eigen ist, selbst für Zelda-Spiele, weil eben, ja, Ganon hier nicht die große Bedrohung ist. Und ich bin jetzt hier unterwegs und es ist wirklich herzallerliebst, sieht zuckersüß aus. Hab hier meine Karte, bin gerade hier im Mabel Village, muss aber runter an den Strand gehen. Gehe jetzt einfach mal hier lang, hab noch kein Schwert, das muss ich mir jetzt erst noch besorgen. Könnte mich natürlich jetzt hier mit den Leuten unterhalten. Ich muss sagen, ich finde den Grafikstil fantastisch, super schön. Hat so einen leichten Tilt-Shift-Effekt durch diesen Unschärfe-Effekt oben und unten. Jetzt muss ich schauen, dass ich hier irgendwie zum Strand komme, mein Schwert mir besorge. Weil ich habe bis jetzt nur das Schild. Ne? Oh, muss aufpassen. Renn hier durch. Ah. Okay. So, ich muss mich hier durchdrücken. Und da haben wir es doch. Da, 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 da. Also, Grafikstil finde ich sehr, sehr schön. Ich weiß, einige von euch sagen so, ja, es hat diesen Plastiklook. Mir gefällt das sehr. Ich finde das richtig, richtig gut. Ah, nach Norden, in den mysteriösen Wald. Dann lass uns doch da mal hinschauen. Aber erst das Schwert mitnehmen, das sollte man nicht vergessen. Ich muss schon sagen, wie gesagt, der grafische Stil ist sehr, sehr schön. Von der Technik, es hat sehr viel Kantenflimmern. Das finde ich so ein bisschen schade. So, jetzt können wir uns wehren. Ein paar Rupien einsammeln. Die drücken wir aus dem Weg mit unserem Schild. Zack. Oh, habe ich nicht aufgepasst. Muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich hier nicht gleich drauf gehe. Jetzt gehen wir dann in den Norden. Schauen uns mal den Wald an. Oh, da ist ein Loch. Da gehe ich jetzt mal rein. Oh, da darf ich nicht rein. Ist lange her, dass ich das Gameboy-Spiel gespielt habe. Kann ich die Äpfel runter? Nee. Schmetterling, weg da. Mal schauen, was hier geschrieben steht. Oh, der mysteriöse Wald. Den schauen wir uns jetzt mal an. Büschchen kaputt machen, ne? Auch das Gras. Könnten ja Rupien dabei sein. Oder Rubine. Oh, Schweinepriester. Aber mit meinem Schild. Ja. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, ich habe nur noch ein Herz. Sehr gut. Es fühlt sich schon wieder gut an. Den kann ich nicht heben, da bin ich noch nicht stark genug. Da fehlt mir noch ein bisschen was, ne? Ah, eines dieser wunderbaren Rätsel zum Drücken und Ziehen. Und jetzt könnte ich natürlich schauen, dass ich... Nee, das ist nicht... Ja, da fängt es schon an, ne? Egal, da kommen wir jetzt nicht hin. Habe ich nicht geschafft, macht nichts. Oh. Sehr gut. Dicker Pilz. Auch musikalisch natürlich wieder sehr nett. Ich muss jetzt die Hexe hier finden. Oh, dieser kleine süße Waschbär hier. Ja. Oh oh. Jetzt muss ich meinen Weg hier finden. Oh, jetzt mache ich Doppelschaden. Sehr gut. Oh, hier hat man auch wieder ein Rätsel, ne? Da muss ich erst aber was lernen dazu. Ja. Oh, Scheiße. Aufpassen. Ah, hier sieht es doch nach Hexe aus. Wunderbar.
place to wake up in. A haunted hotel with floor after floor of oddities. Many traps and mischievous ghosts lurk within. What will befall our missing Mario and friends? And his dear brother Luigi? Their fate rests in your hands. Luigi's Mansion 3 ist einer der großen Titel von Nintendo, die hier auf der E3 gezeigt werden. Ich darf jetzt auch gleich hier eine Runde direkt spielen, worüber ich mich natürlich sehr freue. Oh, oh, Geist, ich muss ihn flashen und jetzt muss ich dann den Joystick in die andere Richtung drücken und dann kann ich ihn rüberhauen und dann kann ich ihn wieder einziehen. Zack. Also der Geist versucht zu fliehen, ich ziehe ihn in die andere Richtung ein. Oh, da haben wir schon den nächsten. Der wird geflasht, Dings. Er hat versucht abzuhauen. A drücken, zack. Ich hau ihn auf den anderen ein. Und gleich den auch noch mit dazu. Also das sind die neuen Comeback-Mechanik hier. Zack, drauf. Und wunderbar. Geht auch ein bisschen was kaputt. Ne? Was haben wir denn hier? Das sieht auch so ein bisschen komisch aus. Hier diese Wand, ne? Was der gute Luigi findet. Ich möchte endlich Luigi sehen. Können wir hier durchgehen. Drück mal X. Ah, okay. Was hat es mit dieser Kugel hier auf sich? Die Vögel hier. Ja, die kann ich weghauen. Ja, aber, oh, da komme ich nicht durch. So you can use Luigi to move through the spikes. So you'll click your right analog stick in. Okay. Click it. So, jetzt habe ich hier Luigi erschaffen, indem ich den rechten Analogstick reindrücke. Und wenn ich ihn nochmal drücke, kann ich den übernehmen. Und da er eben aus Goo ist, kann er dann eben auch durch diese Spikes durchgehen. Das ist überhaupt kein Problem für ihn. Also das ist quasi echt die Möglichkeit, alleine im Koop zu spielen. Man kriegt da halt nochmal so ein paar Fähigkeiten oder halt Möglichkeiten, das Level anders zu erleben. Das ist cool gemacht. Während Luigi dann eben hier alleine unterwegs ist und den kann ich dann wieder übernehmen. Oh, da muss ich aufpassen. Da bin ich genau in die Falle rein und da ist der Punkt, wo ich dann wieder sage, hey Luigi, du machst es mal, Kollege. What did I do here? So you're gonna vacuum up that ball right there. Okay. Jetzt muss ich hier diesen Ball einsaugen, damit die Spikes gezogen werden. Und dann lasse ich den hier drüber gehen. Luigi ist quasi im Schlafmodus, hält aber den Ball noch fest. Wunderbar. Und wir können hier weitergehen. Jetzt muss ich aufpassen, der hat nämlich ein Schild. Das normale Saugen bringt mir da nichts. Ne? Aber ich ziehe da an diesem Schild und dann drücke ich A, zack, weil ich diesen Plunger habe. Wo ist er jetzt hin? Wo ist er jetzt hin? Der kommt doch irgendwo. Ah. Saugen ihn ein, in die entgegengesetzte Richtung drücken. Zack, ah. Und habe auch ein bisschen Herzenergie bekommen. Oh. Oh, Scheiße, da muss ich aufpassen. Muss ich schauen, hier irgendwo diesen Dingern, da kann ich vielleicht was aufmachen. Da haben wir gleich direkt den Schlüssel gefunden. Direkt in die goldene Mitte, ne? Und somit können wir auch weiter. Jetzt möchte ich mal probieren. Ich kann das ja auch, weil, ne? Nein, da hält er nicht. How do I break this? You can open this one. No, but how do I get in there? Yeah, so you open this one. And then you'll like walk through it. Ah. Sneaky. But you gotta be a rat. Oh, okay. So you can suck
Die Ratten hier, die mag ich nicht. Die sauge ich mal schnell alle ein. Ne? Ratten im Keller ist nicht gut. So. Ah, und jetzt komme ich hier rein. Ne? Geheim. Ein kleines Geheim. Und ich habe ein kleines Schwert gefunden. Das sind leider so Boni, die mir dann sicherlich in den Leveln versteckt sind. Aber jetzt gehen wir wieder runter. So, jetzt muss ich dieses Windrad hier einsetzen. Kann den Aufzug hochziehen. Kann hier reingehen. Und dann? And how do I get down now? Yeah, so you're gonna use Gooigi. Ah, so Gooigi. Get in the elevator. Yeah. And then let go of Gooigi, and then he'll go do it for you. Lots of puzzles. Yeah. Yeah. Hard. Ah, der gute alte Gooigi, ne? Hilft yeah, dir schön? And then he can come out and do this one with Gooigi's in that. Yeah. Got it. So, wir wollen von Gooigi nicht zu lange getrennt bleiben. Jetzt kommt der hoch. Luigi geht rein. Ich fahr runter. Fantastisch. So muss das sein. Mal schauen, ob Luigi mit den Ratten auch fertig wird. Oh! Was ist denn? So, jetzt kann ich noch Dunkellicht mit X benutzen. Da ist etwas Geheimes. So you gotta suck those up. Schnell als einsaugen. Liebe Leute, jetzt mögt ihr euch vielleicht fragen, hier Felix, schau mal, wir sind bei Nintendo, hier läuft Pokémon Schwert und Pokémon Schild, warum hast du denn da nicht drüber berichtet, du dummer Hund? Nun ja, es ist ganz einfach so, wir haben ja immer Termine bei Nintendo und manches davon darf man dann capturen, also direkt abgreifen und aufnehmen und manches davon nicht. Und bei Pokémon war es halt eher so, dass gesagt wurde, nee, geht nicht, dürft ihr nicht machen, alles andere eben schon. Und deswegen haben wir uns dagegen entschieden. Tut mir natürlich leid, hätte ich auch gern mehr dazu gemacht, weil ich weiß, es gibt einfach viele Pokémon-Fans da draußen. Habe ich mal so gehört, ne? Aber hat leider jetzt nicht gepasst für diese drei. Dennoch hatte ich, oder hoffe ich, ihr habt Spaß gehabt mit den beiden Themen, die da kommen werden. Ich finde die beide richtig gut. Zelda, das wird ein wahnsinniger Knaller. Ich liebe den Stil. Ich weiß, es gibt Leute, die finden nicht so gut. Was ich ein bisschen schade fand, war das Kantenflimmern. Das ist doch relativ deutlich auf dem Bildschirm. Ich hoffe, da wird vielleicht noch ein bisschen was gemacht. Und ich fand die Framerate, also das waren maximal 30 Frames die Sekunde, hätte ich auch gern ein bisschen flüssiger gesehen. Und Luigi's Mansion 3, ja, das ist halt auch so ein Selbstläufer. Das wird ein gutes Spiel. Ich finde Gooigi super, fast besser als Luigi. Und ich glaube, die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, sind richtig cool. Vor allen Dingen, wenn man das dann auch eben im Koop zocken kann. Wie das allerdings aussieht, das konnte ich jetzt noch nicht so genau hier herausfinden, beziehungsweise so ein bisschen verschnallen. Das war's von mir hier von Nintendo. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Und jetzt geht's weiter mit dem bestaussehendsten Moderator bei Inside Coin. Mia! Normalerweise läuft es ja auf der E3 so ab, ne? Pressekonferenz, dann Messe und da darf man dann so ein bisschen was anzocken. Bei Ubisoft ist es so ein bisschen anders, da hat man schon vor der Pressekonferenz dann Termine, darf dann so das aktuelle oder das kommende Line-Up anzocken und es war auch dieses Jahr so. Kuro und ich waren bei Ubisoft vor Ort und haben da den ein oder anderen Titel für euch gefunden. Liebe Zuschauer, ich bin in Los Angeles bei Ubisoft und hier darf ich einiges anzocken, denn Ubisoft hat ein bisschen was mitgebracht, hat einiges im Gepäck. Manches davon ist ja schon geleakt, wie zum Beispiel Watch Dogs Legion. Das darf sich mein lieber Kollege Kuro anschauen. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, was sie da präsentieren werden. Ich werde mich um Ghost Recon Breakpoint kümmern. Das ist ja quasi das neue Ghost Recon, das kommen wird. Im Oktober ist es soweit. Ich freue mich drauf, denn es soll alles ein bisschen realistischer werden mit Wunden und Pipapo. Und dann haben sie dann noch eine Überraschung im Gepäck, das so Richtung Auto
Autofußball gehen soll, aber es soll doch komplett anders sein. Und zwar heißt das Ganze Roller Champions. Das ist ein Spiel, das hoffentlich viel Spaß auf den Bildschirm bringt. Genau die Sachen werde ich mir anschauen. Vielleicht kann ich mit ein paar Leuten schnacken. Ich freue mich drauf. Ubisoft hatte auf seiner Pressekonferenz tatsächlich noch ein paar Überraschungen parat. Zum einen war da Rainbow Six Quarantine, ein taktischer Koop-Titel für drei Spieler, der euch, wie sollte es auch anders sein, gegen Untote oder Infizierte antreten lässt. Hiervon gab es leider nur einen Render-Trailer zu sehen. Zum anderen gab es mit Gods and Monsters ein Spiel, das auf den ersten Blick daran erinnert, dass Ubisoft schon öfter mit Nintendo zusammengearbeitet hat. Visuell könnte man hier von Ubisofts Pendant zu Zelda Breath of the Wild reden. Was genau das Ganze wird, lässt sich aufgrund des sehr kurzen Trailers aber nur schwer sagen, soll aber spielerisch einige Parallelen zum großen Vorbild haben. Verwunderlich ist hier, dass es noch kein richtiges Gameplay zu sehen gab und das Spiel bereits im Februar 2019 erscheinen soll, obwohl es erst seit Ende 2018 in Entwicklung ist. Eventuell ist dieser Release-Termin Wunschdenken. Beschäftigen wir uns aber nun mit den Titeln, die wir anzocken konnten. Den Anfang macht Ghost Recon Breakpoint. Groß im Mittelpunkt der Messe stand Schauspieler Jon Bernthal, der den Antagonisten der Wildlands-Fortsetzung mimen wird. Seine Schergen und etliche Drohnen unterschiedlicher Art werden uns das Leben auf der Insel Aurora zur Hölle machen. Davon konnten wir uns knapp 2 Stunden lang überzeugen, als wir mit einem Vierertrupp unterwegs waren und diverse Missionen erledigen konnten. Bedächtiges Vorgehen, untereinander absprechen und auch heftige Shootouts waren auf der Tagesordnung. Als erstes stand auf dem Plan, eine Wissenschaftlerin zu befreien. Das hieß, dass eine Basis infiltriert werden wollte. Aus dem Plan, sich vorsichtig anzuschleichen, wurde allerdings nichts. Wir wurden entdeckt und der Affentanz ging richtig los. Das Gunplay fühlte sich hierbei richtig, richtig gut an. Wichtig ist dabei, auf die unterschiedlichen Gegnertypen zu achten. Sniper und Leute, die Verstärkung rufen, sollte man möglichst schnell ausschalten und sich natürlich in Acht nehmen vor besonders gepanzerten Einheiten. Neu ist, dass man nun auch Verletzungen erleiden kann, die einen zum Beispiel in der Bewegung beeinträchtigen. Wer sich Sorgen macht, dass dies zu sehr den Spielfluss stören kann oder zu oft passiert, der sei beruhigt. Mir passierte es nur einmal und das auch nur, als ich von einem zu hohen Vorsprung fiel. Mit einer Bandage lassen sich solche Verletzungen relativ schnell beseitigen. A lot of the things that we did in Ghost Recon Breakpoint were inspired by feedback from the community. Like I mentioned previously in my presentation, we added a lot more AI archetype varieties to the game, humanoid ones and drones that are an extra layer of challenge for the player. We also are really putting more emphasis on survival tactics. That doesn't mean that you have to eat or drink in the game to survive. It's just options that you guys have to get various buffs or to heal injuries. Also, our injury system also kind of falls into that whole survival aspect of the thing. We want people to feel like they're immersed in a real spec op operation, like they're really behind enemy lines, that they're vulnerable. You're still the ghost. You still have all the tools and you still have all the techniques that are available to you. You're still the best of the best, but you're vulnerable. You're on the run and you're fighting against an unseen enemy. You are the few with the courage to make history. You have the desire to take victory. You will be on a battlefield full of ghosts, but only you have that hunger. That hunger that makes you wolves. Was mir vor allem in Erinnerung blieb, war der Kampf gegen einen großen Behemoth. Eine große, panzerähnliche Drohne am Boden. Hier half nur der geballte Angriff mit EMP-Granaten und dann konzentrierten Feuersalven auf die Schwachpunkte. This had better be fucking good. Let's unfuck this world. Ein
Eine andere, aber leider nicht mehr ganz so große Überraschung war Watch Dogs Legion, das schon im Vorfeld geleakt wurde. In der Welt von Ubisoft geht der Brexit mächtig in die Hose, die Regierung wird gestürzt, die Wirtschaft geht in die Knie und auf den Straßen herrscht reinstes Chaos. In Watch Dogs Legion versucht jedoch nicht ein auserwählter Hacker, die Stadt aus diesem Schlamassel zu befreien. Vielmehr könnt ihr quasi jeden Bewohner Londons kontrollieren und für eure Widerstandsbewegung, in der 20 Leute Platz finden, anheuern. Damit das allerdings hinhaut, müsst ihr erst das Vertrauen der jeweiligen Person gewinnen und im Anschluss eine besondere Mission erledigen. Habt ihr einen weiteren Rekruten in eure Reihen aufgenommen, lässt sich dieser Charakter in eine der drei Klassen Enforcer, Hacker und Infiltrator einordnen. Doch Vorsicht, es gibt Permadeath. Geht dieser Charakter im Feuergefecht drauf, verschwindet er aus dem Spiel. Eine ambitionierte Idee, die viele Möglichkeiten bieten kann und im Open-World-Gameplay mit der Extraportion Gehacktes bereichert. Dabei soll auch die Story nicht zu kurz kommen. Während der Anspielsession machte Watch Dogs Legion einen unterhaltsamen Eindruck, wenn auch technisch noch nicht alles rund lief. So yeah, there's lots of tech behind the scenes that made that happen. The ability to look at all those characters, every single one of them in your cinematics will act slightly differently. They won't act the same way in the same scenes. I think you saw that in the presentation earlier. They'll one may drop an object, the other might be confidently holding it. So the tech that we did for that is amazing. The animation, the audio recording, all of the variety of characters that you see on the streets, you can really play as anyone. You can really find lots of different facts about them. Every single person you see is simulated. And one of the cool things actually that we did is every single interaction you have with the world, they remember, right? So every single person you met or you know you had a positive or negative experience with, they'll remember that. And they may even come back in the future and it might come to bite you in the ass. Start the pod. Celebrate. I'm sick of nonsense. I want to elevate. Look at them go! Unbelievable! Und dann war da noch Roller Champions, ein Spiel, das Rocket League Konkurrenz machen soll. Hier wurde eine brandneue Sportart aus dem Boden gestampft, was ein bisschen an Bahnradsport und Basketball erinnert, nur eben auf Rollschuhen. Ihr schnappt euch den Ball, müsst mindestens eine Runde absolvieren und könnt dann durch einen Wurf ins Tor punkten. Das Team, welches zuerst 5 Punkte hat, gewinnt. Hat man die Regeln erstmal verstanden und sich mit der Steuerung vertraut gemacht, dann entwickelt Roller Champions eine Menge Spielspaß. Hoffentlich denken die Entwickler daran, abgefahrene Tricks und Trickshots ins Spiel zu packen, damit talentierte Roller Champions heiße Moves auf dem Parkett zaubern können. Lieber Kuro, wir waren jetzt hier bei Ubisoft, ne? Wir haben einiges an Spielen gesehen. Gleich mal vorweg, Roller Champions, das ist ja ein Ding, was auch vorher so ein bisschen geleakt ist, man wusste aber nicht genau, was es ist. Du hast es jetzt spielen können, ich saß in der Präsentation dabei, ich war erstmal so, hä? Sieht nicht so nach Spaß aus, aber du hast es gespielt und da bist du zu einem ganz anderen Ergebnis gekommen. Ja genau, ich konnte es ein wenig anspielen, habe ein paar Partien zocken können mit anderen Leuten, halt gegeneinander, also halt PvP. Und das war tatsächlich sehr witzig. Also man muss sich ein bisschen in die Steuerung reingrooven und halt auch ein bisschen peilen, wie das Spiel funktioniert. Denn im Gegensatz zu Rocket League, womit das Spiel ein bisschen verglichen wurde, hat man so eine ovale Arena und ein Spielgerät, also einen Spielball, und du fährst halt Runden. Und wenn du eine Runde geschafft hast, kannst du das halt in den Ring werfen und kriegst dann einen Punkt. Aber du kannst auch mehr Runden fahren, um halt mehrere Punkte zu erzielen. Und das ist tatsächlich sehr schnell, sehr witzig. Und geht dann auch gut von der Hand. Man kann passen, man kann schießen, tackeln und das ist echt ganz witzig. Ich habe Ghost Recon Breakpoint gespielt, fast 2 Stunden lang, hatte mehrere Missionen zur Auswahl, habe im 4er Koop-Modus gespielt. Das war echt ziemlich geil, das Gunplay richtig, richtig gut, hat mir sehr gefallen, die KI der Gegner war auch gut. Es waren so ein paar Sachen, die mich ein bisschen gestört haben. Das war zum einen die Entwickler, die uns das Spiel präsentiert haben, die haben tatsächlich teilweise echt nicht gut gespielt und das kommt von mir. Auto gefahren, über eine Klippe gefahren, erstmal gedreht. Dann gab es da einen anderen deutschen Kollegen, der die ganze Zeit irgendwelche Fragen gestellt hat, die ich einfach nur nervig fand und auch
echt x-mal in die Kacke uns geritten hat. Aber vom spielerischen Aspekt fand ich sehr, sehr gut. Ich mag diesen Überlebensaspekt. Es sah grafisch in manchen Momenten atemberaubend toll aus, wenn man da so über so ein Mondfeld geht und der Wind geht durch die Mondblumen. Das sah fantastisch aus. An anderen Punkten, da musste ich zu so einem Damm fahren. Der war so ein bisschen karg und sehr steril. Aber okay, ist halt so eine Struktur. Aber da hätte ein bisschen was noch schöner sein können. Aber fand ich sehr, sehr spaßig, sehr gut. Konnte mit den Entwicklern auch quatschen. Du hast aber dann noch Watch Dogs 3 oder Watch Dogs Legion gesehen, weil es ja nicht Watch Dogs 3. Und das ist ja ein Titel, auf den ich ganz gespannt bin. Wie war das? Was hast du sehen können? Wie sieht das aus? Wie spielt sich das? Kann man jeden NPC übernehmen? Man kann tatsächlich jeden NPC übernehmen und ich habe mit einer alten Omi in einem Pub angefangen und dann hat mir eine Ubisoft-Mitarbeiterin, die auch an dem Spiel arbeitet, gesagt, so ja, jetzt such dir mal irgendeinen Typen aus, den du halt rekrutieren möchtest für deine DedSec-Widerstandsbewegung. Und habe mir dann halt einen Typen ausgesucht. Und was man als erstes macht, ist, je nachdem, wie sehr er überzeugt ist von der Widerstandsbewegung, musst du ihn halt weiter überzeugen. Und wenn die Leiste voll ist und ihm ein paar Gefallen gemacht hast, dann machst du eine Mission für ihn. Und dann sagt er, okay, ich bin dabei. Und in dem Fall mussten wir Daten aus einem Polizeirevier löschen. Und was mir halt persönlich sehr gut gefällt, schon an Watch Dogs halt immer, ist, dass du die Art und Weise, wie du spielst. Du kannst halt, ich hatte halt diese Polizeistation, ich hätte halt reinrennen können, ballernd oder schleichen. Ich habe aber aufgrund der Tatsache, dass die Omi so hackermäßig unterwegs war, war ich halt eigentlich nur in den Überwachungskameras unterwegs, habe Leute abgelenkt und mich dann mit dem Spiderbot reingeschlichen. Also es ist im Endeffekt so, man sucht sich jemanden aus, muss für den so Freundesmissionen erledigen und wenn man die geschafft hat, ist er Teil deiner Crew und dann kannst du diese Person spielen. Genau, und jede Person hat halt auch Eigenheiten. In dem Fall war das ein Typ, der hatte 10% Bonusschaden für Headshots. Und wenn du ihn... Die Omi, oder nee? Der Typ. Okay. Und wenn du ihn akquiriert hast, kannst du ihn in drei Klassen einweisen. Es gibt einmal Enforcer, der kann halt so schwere Waffen noch tragen. Es gibt einen Infiltrator, der ist halt eher so der Schleicher. Und es gibt einen Hacker, der halt viel mit Gadgets arbeitet. Und dann kannst du die halt auch aufbessern und aufleveln. Und was ich ziemlich krass finde, ist, es gibt halt Permadeath. Dadurch, dass du jeden Charakter in der Welt spielen kannst oder für deine Sache gewinnen kannst, wenn er stirbt, ist er halt weg. Das ist natürlich krass. Da frage ich mich natürlich, ob es auch ein Limit geben wird, wie viele Leute man rekrutieren kann in sein Team und wie das Ganze... 50. Okay, das ist ja schon aber ganz ordentlich. Ich gesehen zu haben, dass da die Leiste war mit 50 Leuten, die du dann haben kannst. 50 spielbare Charaktere ist ja nicht ohne. Wie sah es denn grafisch aus? Ich habe, glaube ich, auf einer DevKit-Konsole gespielt, auf einer DevKit-Xbox. Vom Design her fand ich das schon ganz cool. Also es ist halt so ein sehr ins Chaos gestürzte London. Optisch sah das schon gut aus. Es lief halt nicht ganz rund. Also es hat immer mal wieder so ein bisschen geruckelt, nicht immer die ganze Zeit 30 Frames pro Sekunde gehabt. Aber dadurch, dass das halt eine Alpha-Version ist, muss man da halt auch immer ein bisschen vorsichtig sein. Soll das denn noch dieses Jahr erscheinen? Nee, es erscheint am 6. März 2020. Ah, da wird man sich dann also noch ein bisschen länger gedulden müssen. Aber eventuell haben sie bis dahin dann auch alles im Griff, dass das Ding flüssiger läuft. Ja, das war unser Eindruck hier bei Ubisoft. Ich finde durchaus ein gutes Line-Up und eben mit Überraschungen, insofern man, ne, die halt im Vorfeld geleakt wurden. Aber dennoch neue Spiele am Start, finde ich immer gut. Ja, liebe Leute, das war Sendung Nummer 1 von Inside Coin, direkt hier aus Los Angeles von der E3. Ich hoffe natürlich, dass sie euch gefallen hat. Ich würde mich darüber freuen, wenn ihr sie liked, wenn ihr sie teilt, wenn ihr sie kommentiert, mir auf Twitter und Instagram folgt, wo ich übrigens sehr viel Kram zur E3 gemacht habe. Nur so als kleiner Werbehinweis, ne? Nicht vergessen, nächste Woche nochmal Inside Coin, auch wieder aus Los Angeles, wo wir weiterhin die E3 noch aufbereiten. Es ist einfach das geilste Event der Videospielbranche in diesem Jahr und eigentlich in jedem Jahr. Und da wird es dann nochmal einige Berichte zu geben. Und nicht vergessen, gameswelt.de ansurfen, gameswelt.tv ansurfen, uns bei YouTube folgen. Da gibt es auch jede Menge Kram, den wir hier nicht in diese Sendung gebracht haben, aber der nicht minder gut ist. Deswegen von mir vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal Inside Coin. Ciao und macht's gut.